lesen. Das mache ich nämlich total gerne, wenn es so ein bisschen dunkler draußen wird. Und momentan liegt neben mir im Bett das Buch Das ist doch kein Reisebuch. Und ich lese gerne solche Reisebücher, weil ich am Herzen auch ein kleiner Backpacker bin. Ja, und das bringt mich immer so aus dem Alltag raus und schickt mich in meiner Fantasie wieder auf Reisen. Und das ist nämlich auch ganz cool, weil der Autor diese Geschichten teilweise selbst erlebt hat und sie mit fiktiven Geschichten sozusagen vermischt. Und das hat total viel Wortwitz. Und damit ich abends auch immer weiß, wo ich aufgehört habe zu lesen, braucht man ja Lesezeichen. Und ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee, die Lesezeichen selber zu machen, anstatt einfach nur einen Zettel reinzulegen. Und deswegen habe ich heute drei einfache Varianten für euch mitgebracht, wie ihr euch eure Lesezeichen selbst machen könnt. Oder vielleicht auch zum Verschenken. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und viel Spaß dabei! Für das erste Lesezeichen braucht ihr ein Foto von euch, eine Schere und einen Faden. Und die Fotos druckt ihr in der Größe aus, die ihr gerne haben möchtet. Ich habe das jetzt wirklich auf Fotopapier gedruckt, damit es so ein bisschen dicker ist. Also ich habe jetzt ein paar mehr ausgedruckt, habe mich danach entschieden. Ihr könnt es aber auch schon davor machen und braucht dann nur eins ausdrucken. Ja, und der erste Schritt ist, dass ihr das erstmal ausschneidet, also so, dass nur ihr auf dem Bild seid und sonst nichts. Ja, wenn ihr damit fertig seid, dann nehmt ihr euch die Schnur. Jetzt gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Ihr könnt erstens den Faden hinter euren Händen mit Kleber fixieren oder ihr macht mit der Schere ein Loch durch eure Hände und versucht dadurch die Schnur zu fädeln. Ich musste allerdings mit der Schere nochmal nachstechen, weil das Loch nicht groß genug war. Und wenn ihr dann den Faden da durchgefädelt habt, dann könnt ihr den einmal so ein bisschen durchziehen und doppelt nehmen und unten einen Knoten machen. Und einen weiteren oben und dann ist euer Lesezeichen auch schon fertig. Das ist ein sehr persönliches Lesezeichen und ich finde es ganz witzig so als Geschenk, also kann man ganz einfach selber machen. Das zweite Lesezeichen ist ein Fimo-File und dafür braucht ihr natürlich Fimo. Und wenn ihr damit noch nicht gearbeitet habt, das ist eine Knetmasse, die später hart wird und die müsst ihr erstmal ein bisschen weich kneten und dann könnt ihr die formen. Ich habe die jetzt ganz platt gedrückt und achtet darauf, dass es auch wirklich so eine Dicke ist und nicht an einigen Stellen dünner oder dicker wird. Und dann könnt ihr euch eine File-Schablone machen, die auf euer Fimo legen und mit einem Messer drumherum schneiden. Dann löst ihr das noch von der Platte ab und mit dem Messerkopf habe ich bei einem Fall noch so eine kleine Struktur reingemacht. Das Fimo kommt dann bei 110 Grad 30 Minuten in den Backofen und härtet halt in der Zeit aus. Ja, dann braucht ihr noch Büroklammern in der richtigen Größe und die könnt ihr dann einfach mit einem starken Kleber fixieren. Ihr könnt das natürlich auch mit Sekundenkleber machen, aber das ist wirklich ein bisschen schwierig, wenn man sich da schnell die Hände mit dem Sekundenkleber anklebt. Ihr könnt allerdings, wenn sie schon kleben, mit dem Sekundenkleber nochmal ein bisschen nachkleben. Bei einem habe ich noch so eine Nadel zwischen gemacht, damit der kleine Teil der Büroklammer nicht mit festklebt. Ja, und wenn das Ganze getrocknet ist, dann könnt ihr das als Lesezeichen in eurem Buch verwenden. Und ich finde es eine ganz gute Idee, weil es genau die Stelle markiert, wo ihr zum Beispiel aufgehört habt zu lesen. Und die dritte Variante geht super schnell und dafür braucht ihr einfach nur einen Zettel und den müsst ihr folgendermaßen falten. Ihr faltet es einmal in der Mitte, dann nochmal längs, dann dreht ihr das Ganze und knickt es nochmal in die Mitte hinein, nimmt die offene Stelle nach vorne und knickt die Seiten schräg zur Mitte hoch, so wie ich das jetzt hier mache, damit es unten so eine Spitze ergibt. Und dann nehmt ihr das offene Ende wieder nach vorne, knickt die oberen Ecken so ein bisschen um, also nicht komplett, sondern nur so ein bisschen. Wenn ihr das Ganze wieder öffnet und jetzt die kleinen Ecken umknickt, dann habt ihr sozusagen eine Herzform. Um das Herz jetzt als Lesezeichen zu verwenden, müsst ihr einfach die Buchseiten in diese Herzecke hineinstecken und so habt ihr ganz leicht eure Seiten mit einem kleinen selbstgebastelten Herzchen markiert. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, waren die Lesezeichen echt nicht schwer und ihr könnt die super verschenken. Und jetzt interessiert mich, was ihr denn gerade so lest. Welches Buch liegt denn bei euch neben dem Bett? Ja, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Buch seid, dann könnt ihr auch gerne mal in der Infobox schauen. Da habe ich das Buch verlinkt, was ich gerade lese. Und ansonsten war es das schon für diese Woche. Ihr dürft hier gerne noch abonnieren. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann könnt ihr noch gerne weitere Videos schauen. Ich lese jetzt erstmal weiter und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut! Da.